Ja, lieber Herr Hoffmann, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview mit goldenekamera.de zum ZDF-Dreiteiler Der gleiche Himmel. Warum ist das Thema Stasi immer noch aktuell? Warum ist es noch nicht durch? Ich weiß gar nicht, ob das Thema Stasi das einzige Thema ist. Also im Grunde genommen hat Paula Millen einen großen Film geschrieben über Familie, über Vertrauen, über Liebe. Es geht eigentlich um den großen Begriff innerhalb der Familie, wie stark kannst du vertrauen. Die Stasi-Geschichte in dem Film ist eigentlich eine Parallelwelt, um diese Familiengefüge unter Druck zu setzen. Also das Thema ist nicht Stasi, das Thema ist, wie haben wir in West und Ost zusammengelebt, welchen Drucksituationen waren wir ausgesetzt. Und das ist für mich jetzt eine nahtlose Ergänzung zu Arbeiten, die ich gemacht habe, beispielsweise Uwe Tellkamp, Der Turm, was ein riesiger Erfolg war, was auch nochmal ein Familienmodell untersucht hat im Osten. Und hier jetzt in der Form eines Thrillers. Aber das ist, finde ich, legitim und auch eine, wie ich finde, von Oliver Hirschbiegel und Paula Millen sehr, sehr überzeugende Arbeit. Was wussten Sie vor dem Dreh über die sogenannten Romeo-Agenten, also ja, Agenten, die ausgebildet wurden, um Frauen in Führungspositionen oder Schlüsselfunktionen gezielt auf Liebesbasis und auf Ausnutzung des Sexuallebens auszuspionieren? Ich wusste darüber einiges, weil ich muss ja fairerweise sagen, es gab zwei sehr, sehr gute Fernsehspiele. Eins übrigens mit Claudia Michelsen, 12 heißt Ich liebe dich. Das ist jetzt ein Thema, was man wirklich im deutschen Fernsehen auch schon mal hatte. Aber die Genauigkeit, mit der Paula Millen das innerhalb einer kompletten Überwachungsstruktur als Thriller recherchiert hat, in der Form habe ich es noch nicht gekannt. Und sie hat wirklich sehr, sehr viele Informationen auch von Original-Romeos in Anführungszeichen zusammengetragen. Viele kommen auch in der Dokumentation, nicht viele, aber einige kommen in der Dokumentation auch vor. Also die Genauigkeit, wie sie es auch beschreibt, auch wie die Ausbildung übrigens war, womit der Film ja einsteigt, das habe ich in der Form absolut noch nicht gewusst. Und da finde ich, dass da steckt viel Sprengkraft und viel interessantes Material drin, was mir bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht bekannt war. Und inwiefern hat der Film eine zeitgenössische Message? Ja, ich finde, dass der Film ja viel erzählt, auch über den Westen. Das ist ja, wenn du die ganze Serie siehst, ist ja sehr 50-50. Also es erzählt ja genauso viel über den Westen als auch über den Osten. Es sind unheimlich viele Themen drin, die mit uns heute zu tun haben. Also der ganze Bereich der Überwachung, der ja eigentlich in den Bereich reingeht, vertraue ich dem anderen? Vor allen Dingen, wie gehen ganze Länder miteinander um? Also man muss wirklich absurderweise sagen, es ist der ideale Zeitpunkt zur Regentschaft von Donald Trump, über das Thema zu reden, wie gehen Nationen miteinander um? Also der ganze Film spielt ja dann im Grunde genommen zwischen Kommunisten und Nicht-Kommunisten, zwischen Amerikanern, den Westmächten und den Ostmächten. Also in dem Film, in den großen drei Teilen, steckt sehr, sehr viel politische Brisanz. Wenn ich mir jetzt im Moment die geopolitische Weltordnung wieder anschaue, wie Menschen miteinander umgehen, wie Nationen miteinander umgehen, wie Nationen sich gegenseitig diffamieren, aussperren, das ist so, das wird mehr denn je wieder ein egozentrisches, nationalistisches Gebaren, wie Länder miteinander umgehen. Also der Film hat sehr, sehr viel Sprengsatz, wie ich finde.